So, ein herzliches Willkommen zu LS22 Farmers Tagebuch. Ja, es geht endlich weiter. Tja, nach unserer spektakulären Flucht aus Deutschland sind wir hier in der französischen Normandie gelandet. Halt einfach nur in Frankreich, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal hier kurz mal gucken. Ich brauche nämlich noch ein Dienstfahrzeug. So. Jetzt pass auf, der soll jetzt erstmal heimfahren, der Helfer hier, der soll heimfahren, und zwar soll der hier reinfahren, auswählen, Fahrtrichtung ist egal, aber trotzdem, und auswählen, der fährt jetzt dann ohne mich los. Tschüss, Pirti, Servus, bis später, danke fürs Herbringen. Ich brauche jetzt mal ein Dienstfahrzeug, ich muss mal auf die Burg rauf, das will ich mir jetzt mal angucken. Die haben ja auch so eine geile Burg oben. So, Auto, wo sind wir hier? Auto, ach, da unten. Auto, so. Muss ich mal gucken, weil es hat doch geheißen irgendwie, dass ich mich mit einem Kollegen noch treffe, mit dem, wo ich da geflüchtet bin. Aber ich habe jetzt schon länger nichts mehr gehört. Muss ich mal gucken, wo der ist. Ob ich den überhaupt finde. So, jetzt brauche ich noch ein Kennzeichen. Oder Kennzeichen ändern. Das ist der ME. Halt. Na? Ach so, ME. Warum kann ich hier keine Zahl eingeben? Ach so, weil ich ja Typ 2 wählen muss oder sowas. Typ 1, Typ 2. Keine Ahnung. Ach, ist doch wurscht, dann hat das irgendein Kennzeichen. So. Ab ins Fahrzeug und dann rauf zur Burg. So, wie komme ich denn da am besten hoch hier hinten? Wow. Nicht am ersten Tag schon schleudern, das wäre nix. Aber wie kommt man da hinten hoch? Ich will auf die Burg rauf. Uah, Reh, hau doch ab! Das ist auch neu, seit neuestem laufen hier Rehe rum. Reinfahren? Ja. Ist das die Burg noch? Nee. Aber hier geht's zur Burg. Nee, hier ist nicht die Burg. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, ich stelle jetzt mal mein Fahrzeug hier ab und laufe mal durch die Gegend. Sehen wir das einmal so an. So. Jetzt sind wir gut zu Fuß. So, wo war denn jetzt die Burg? Die war doch auch hier. Ja, auf der ganz verkehrten Seite, oder wie sehe ich das? Ja,
bin ich komplett verkehrt, komplett falsch hier. Moment, muss ich mal runterfahren. Wollte einfach nur mal diese Burg besichtigen. Bin ja in einer Produktion gelandet, aber wo weiß ich nicht genau. Komm, das Ding geht auch querfeld ein. Hoffentlich wundern sich nicht die Leute, was da für ein Irrer rumfährt. Hier ist ein Parkplatz. Ist das hier hinten? Ja, sieht so aus, als wäre das hier die Burg, aber wie komme ich da rauf? Oh, hier geht's rauf. Hier dürfte es raufgehen. Okay, dann muss ich zu Fuß hoch. Das ist noch nicht gut. So, den Parkplatz muss ich mal merken hier. Ach, guck, hier gibt es auch eine E-Ladesäule. Für die ganz Schlauen, oder? Nee, Parkschein. Kann man hier einen Parkschein lösen? Nee. Okay. Scheint wohl defekt zu sein. So, jetzt laufen wir mal die Burg hoch. Sind auch cool. Im Sport. Oh, ein Rehlein. Also Rehe gibt es hier viele. So gibt hier auf der Burge. Ja, guten Tag, die Herrschaften. Burgmauern. Ja, sag mal, ist es nicht. Ja, hallo, servus. Martin, was geht ab? Hast du es auch hier rüber geschafft, ja? Ja. Halbwegs. Der war doch spektakulär hier, die Flucht, hä? Mein Gott, der alles verkauft und alles verscherbelt, ey. Muss ich mal hier gucken, sieht man hier eigentlich rum? Ja, vor allen Dingen, ich werde ja immer noch gesucht. Du wirst noch gesucht? Wieso das? Jo. Die, du weißt ja, meine Ex-Frau und so weiter. Ach ja, das ist übrigens meine Kollegin, der ist noch aus Deutschland, der Malte. Ja, moin. Nadine. Oh, hinter mir? Ja. Vollfahrt, dann bloß nicht runter, du. Komm mal Servus. Da. Komm mal zurück. Nicht springen. So schlimm ist es nicht. So schlimm wird's nicht, eh? Ein neues Gesicht ist auch mal schön. Und? Hast du dich schon eingelebt oder schon eingearbeitet beim Flo? Ja, ja, ich habe mich schon die letzten Tage so ein bisschen eingearbeitet. Und das wird schon. Ich habe den Weinladen hier auch aufgemacht und ja. Ja, ich habe meinen Hof gemacht hier beim sag das gleich, wo das ungefähr ist. Bei Feld 40, also 37, 40, 38, 41, 39, 42. Ja, wir haben vor, die Dings zu übernehmen. Die BGA zu übernehmen. Ach, das hat man doch noch in Deutschland noch vorher, ja?
Das weiß ich noch, genau. Jo, aber in Deutschland, die wollten dafür einen Preis haben, die wollten dafür jährlich eine Pacht haben und die wollten dafür Steuern haben und so weiter und so fort. Und Frankreich, die wollen hier einen Kaufvertrag haben und dann ist es gut. Und dann wollen sie nur noch ein paar Steuern haben, das war's. Jo. Na dann. Tja, dann Wie kann man findest hier du überhaupt irgendwie mein Outfit? unterschauen. Super, passt. Na, Also, Mold Designs kommt mir noch Cowboy hier. ja, der war ja vor 2 Wochen noch in Kanada. Ach so, ist ein Ja, bisschen. ich war noch im Urlaub und da habe ich mir diesen schönen Hut gekauft. Und ich kann mich da nicht so gut trennen von diesem schönen Hut. Naja, Lehn ist seine, gell? Och, Naja, gut. solange es ihn glücklich macht und so, soll er damit, solange er schaffen kommt und solange er seine Arbeit mischt, ist mir das egal, was er trägt. Ja, ich habe momentan viel zu tun. Ich habe laufend momentan ein paar Helfer laufen, weil hast du eigentlich dein Lohnunternehmerzeugs noch? Ist die Schere. Ja, ich könnte nämlich eh Wie ein gesagt, bisschen Hilfe brauchen. ich muss nur noch den Kaufvertrag mit der BGA abliefern und dann sind Jo. wir da, ja, die Eigentümer von der BGA und da ist dann auch unser Lohnunternehmen. Jetzt Also muss ich mal. wenn du Helfer brauchst, können wir halt gern wieder so anleiern. Ja, wenn nicht schlecht, weil es wird bestimmt einiges zu tun geben. Ja, Unkraut und Zeugen. Kann man hier Ich lauf eigentlich halt nicht runterschauen? Schotter. Ich will ja hier mal ein bisschen runterschauen, nur ob man hier runtergucken kann. Wo ist jetzt hier der Händler Ja, und hier Zeugs? ungefähr. Hier. Ja, da so schräg links. Ach, da, ja, und da dahinter ist mein Hof hinten. Das eine Ja. Feld gehört mir dann schon und da dahinter ist der Hof. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Oh, kriegen wir bestimmt hin. Ja, Aber wir brauche müssen jetzt erstmal, wie gesagt, selber mal gucken, weil wir haben uns noch ein Feld gekauft, wo wir dann auch noch bewirtschaften wollten. Ja, und wir wollten eventuell sind auch in die Bienenzucht eingestiegen. Haha, trifft sich gut, ich auch. Passt. Können wir zusammen unseren Leckeren Honig machen? Honig. Können wir zusammen einen Honig machen? Also ich habe ja jetzt hier schon, ich habe allein jetzt hier schon ein Angebot bekommen. Die würden uns keine Ahnung wie viele Paletten abnehmen, weil die trinken hier unheimlich gern Tee und dabei noch Honig und dann essen die das auch auf dem Brot und jo. Du, kann es das sein, dass ihr zufällig bei mir einen Tieflader stehen habt mit einer Honigpalette drauf? Es kann sein. Bei mir steht seit Tagen ein Tieflader unten. Man weiß nicht, wo der hingehört. Ich kann mit dem nichts Ja, machen, kann nicht abladen, nicht aufladen, nichts. mir ist gesagt worden, ich soll da einen Tieflader hinstellen. Da ist einer, der will in die Bienenzucht einsteigen. Da wollte ich dann, da habe ich dann gesagt, okay, stelle ich dem dann einen Tieflader hin, kann er den befüllen, Ja, beziehungsweise beladen. ich hab dabei jetzt mal eine Halle hingestellt, eine kleine, und da lagere ich das Zeug dabei mal ein, bis mal vielleicht voll ist. Aber weißt was, wenn das eh von dir ist, nimm doch die eine Palette mit. Kannst du sagen, kannst mal gucken, was das für eine Qualität ist, weil das meine ist Rapshonig. Ich weiß nicht, was du für einen hinten hast, wahrscheinlich Wald- und Wiesenhonig. Kann sein. Kann sein, Wie ja. gesagt, ich hab ja mal aufgemacht und die fliegen ja anscheinend nur da in die eine Richtung, dann müsste das Wald- und Wiesenhonig sein. Jo, können wir mal gucken wegen der Palette. Ja, weil die steht ja eh drauf. Ich kann damit nichts anfangen, ich kann kein Gurt lösen, kein gar nichts. Also habe ich mir gedacht, das muss jemandem gehören, das wohne hier nicht auf dem Hof gehört. Weil ich habe den Hof da so übernommen. Habe mir noch ein paar kleine Maschinchen dazu gekauft. Was heißt kleine? Du Meine weißt ja, was ich für ein guter Anführungsstrichen. Geschäftsmann bin, ne? Ja. Ich hab denen die BGA aus dem Kreuz geleiert. Super. Hast gut gemacht. Eigentlich wollten es nur ja, an Franzosen geben, aber es wollte ja sonst keiner machen. Und da ich habe dann gesagt, Leute, wenn ihr mir den Laden gibt, ich werde den so hoch wirtschaften. Und ja, haben sich gefreut. Ja, wenn du mal etwas zum Verdichten brauchst, ich habe eine Pistenrappe da. Ich dachte, die ist Beziehungsweise zum hauptsächlich nur Schieben. für Schnee. Ja, die kannst du auch zum Verdichten, zum Schieben hier nehmen.
zum Schieben aller Sachen. Ob das jetzt für Dings hast, für Schnee, für was weiß ich was, für Stroh, wenn du sie irgendwo hinschieben willst, auf eine Ecke zusammen oder irgendwas, für alles. Und die ist ja recht genial, die Pistenrappe. Musst du mal angucken, die steht hier unten am Hof. Da muss man mal schauen. Jo, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Wir haben heute noch einen Auftrag. Wir sind jetzt aber erstmal, ja, wir wollten heute eigentlich mal so ein bisschen, ja, uns hier mal die Gegend angucken. Jetzt waren wir hier auf der Burg. Aber ich glaube, wir fangen gleich nochmal wieder an zu schaffen. Ja, ich denke, ich gehe auch mal wieder. Muss auch mal wieder runter. Es hilft nicht. Hab mich ja wie gesagt halt wie ein Zivilist angezogen, beziehungsweise ja, mal normal angezogen, immer in der Ja. Schaffkleidung, das muss ja nicht sein. Ich habe meine Arbeitskleidung am Falten, immer den kriegt mich auf Arsch, das geht schon. Die 5 Minuten, wo ich da oben bin, ja, sind es halt doch länger, weil ich euch zufällig getroffen habe. Aber Gott sei Dank, dass ich euch wieder getroffen habe. Ich habe gedacht, die hätten es doch noch mitgenommen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ja, stehe ich. Ich hätte gedacht, die hätten es ja doch noch mitgenommen. Jetzt muss man da vorgucken, da war ich noch gar nicht. Nee, 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 da war ja alles abgesichert. Ja, wie gesagt, du weißt ja, nur die einzigen Personen da, die mich suchen. Schön ist hier, Ansonsten, schön. ja, hält mich ja keine staatliche Behörde in Deutschland. Ja. Muss er denn Ich jetzt hab bloß nach den ja, ich hab oben? den ja, nee, nee, ich bin hinter dir. Hinter Ich mir. schon nur gesagt, ich schon jetzt zu dem gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken und so weiter. Ich verzieh mich jetzt. Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich gesagt, das ein Teil spende ich, ein Teil nehme ich noch mit. Dein Anteil, der Dings hier, was heißt Anteil? Du hast deinen Anteil doch auch mitgenommen, oder? Sicher. Na, dann passt doch. Ich bin doch nicht Ja, blöd. das lässt man nicht liegen. Ich habe, wie gesagt, vorher noch ein Konto in Frankreich aufgemacht. Davon sind noch ein paar Steuern abgegangen und so, aber ansonsten, ja. Hey Malte, verscheuch nicht die ganzen Rehe da vorne, Mensch! Armen Ach, Viecher! die kommen wieder. Aber wie zutraulich die hier sind, gell? Ja. Wahnsinn! Da ist nochmal Frankreich. Ein bisschen, hier läuft der Spaß ein bisschen anders da. Hier sind auch die Mädels ein bisschen anders da drauf, habe ich das Gefühl. So, dann ab in meine Karre und runtergefahren. Ja, wir gehen zu Fuß runter. Habt ihr nichts da, oder wie? Wir sind zu Fuß hier hoch, also passt das Okay. schon. Ja, ich war mal ein Dienstfahrzeug geholt. Naja, dann sehen wir uns dann wahrscheinlich am Hof, oder? Würde ich sagen. Jo. Flo, Ja. nimm einen LKW mit. Okay. So, gucken wir mal. Wo geht's denn hier runter wieder? Hier vorne. Ach, hier geht's zur Burg rauf. Das hätte ich ja gleich denken können, dass hier rauf geht. Na, jetzt kenne ich mich wieder aus. Ja, es ist doch schön, dass man die zwei wieder trifft. Ah, ja, da vorne laufen sie doch. Malle kommt von der Straße runter. Schön noch gewunken. Warte. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dem sein Gehilfe ist ein bisschen lebensmüde hier. Der läuft immer auf die Straßen, ey. Ich weiß auch nicht, was der hat, warum er immer auf die Straße rennt. Aber. Ja. Kurz was gucken. Was denn? Ein Jogging und so. Auf der erste ist ein Anzug. Was das, was ich habe, oder was? Ja. Das ist kein Jogginganzug. Das ist Nee? eigentlich eine Jeans. Moment. Das ist eigentlich eine Jeans. Ja, das ist die dritte Jeans aus der ersten Reihe. Die habe ich in Farbton Schwarz. Und ja, eine weiße Outdoorjacke. Farbe kann man ändern? Ja, mit Dreieck, mein Freund. Also hier verfahre ich mich doch jedes Mal, ey. Erst noch lernen, die Strecken noch lernen.
Sturmwalte. Wir treffen uns jetzt am Hof. Und, ja. Dann, gucke ich jetzt mal, dann kaufe ich, dann, ja. Ich wickel jetzt mal noch gerade den Kaufvertrag ab. Mach das. Ach, Herr Martin. Ja. Jetzt brauche ich nochmal den Dings. Den Farm Manager. Stimmt. Es ist auch ein Blödsinn, wenn man das jetzt immer umstellen muss, gell? So, wo sind wir denn? Da sind wir. Ich hätte jetzt nicht mehr gedacht, dass ich doch nochmal den Martin hier treffe. Wir hatten es zwar abgemacht, aber ja. Warum geht es das nicht? Achso, muss ich wahrscheinlich. Hä? Müssen wir vielleicht sagen, dass es ein bisschen buggt? Ja, es buggt. Das war klar. Glaub, müsste jetzt gehen, oder? Yep. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt stolzer Besitzer der BGA. Yeah. So, gehen wir uns noch kurz umziehen. Was denn? Nee. Alles gut, gehört nicht ins Stream. Okay. Habt ihr jetzt gerade vielleicht das sogar auch. Ich glaube, ich hatte meine John Deere Sachen an. Ach du liebe Güte. Hab mal voll gesehen, dass ich voll und voller Arbeit komme. Na klar, Corona-bedingt. Achso, nee, wenn du mit Pestizide arbeitest, ist das. Das Ding ist, wenn du mit Pestizide arbeitest. Dachte schon, Corona-bedingt. Komm, ziehen wir mal was cooleres an gerade. So. Dann gucken wir mal, was müssen wir denn machen auf next. Ja, die Steine können mal weg, ey. So, mal, dann komm mal her. Immer noch da. Tja, aber wie es hier weitergeht mit uns, mit den ganzen Sachen mit den Bienen und mit dem Stream an sich, das erfahrt ihr mit den Bienen Folge. Und den Blümchen. Bis dahin sagen wir erstmal tschüss und ciao. Ja.